Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind auf der Silent Hill Map unterwegs, alles klar. Da sind wir mal gespannt, was hier passieren wird. Also, Mac ist am Start. Ich habe nämlich wieder eine Archivquest. Oh, da hinten war der Killer gerade. Dann rennen wir mal in die Richtung. Weil er ist jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, nach links weggegangen. Das heißt, wenn wir jetzt hier an den Generator gehen. Falls hier irgendwo mal ein Generator sein sollte, dann könnte es ganz gut sein, ist der Oni, oder? Könnte es ganz gut sein, dass wir erstmal unsere Ruhe haben. Naja, gut, dann gehe ich ans Totem halt ran. Wenn ich keinen Generator finde, dann halt ab ans Totem mit uns. Ja, wir haben gestern wieder fleißig gezockt im Stream. Ich habe die Fäule so weit leer gespielt. Das heißt, ich denke mal, wir werden gleich noch die Blutpunkte ausgeben. Denn heute Abend ab 18 Uhr wird wieder gestreamt, Leute. Schaut gerne vorbei. Ich denke mal, heute wird es auch wieder ein paar Giveaways geben. Wir haben gestern auch wieder einige Keys für das neue Chapter rausgeballert. Ich habe noch ein paar. Ich bekomme ja immer welche von den Devs, weil ich halt eben Fog Whisperer bin. Ihr seht es an dem Zeichen oben links in der Ecke. Und da wird es auf jeden Fall noch ein paar Keys heute zu verlosen geben. Und zwar inzwischen nicht nur für die Steam-Version, sondern inzwischen generell für den PC. Und für PlayStation und Xbox und vielleicht sogar Nintendo Switch. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Wir hatten bisher noch niemanden, der den Key für die Switch einlösen wollte. Aber ja, und heute, ne, Hashtag Spoiler, heute wird es noch zusätzlich etwas zu den Keys geben, die am Start sind. Ich habe noch ein bisschen was anderes in petto. Deswegen lasst euch überraschen, falls ihr heute Abend vorbeischauen wollt. Der Link zu Twitch ist wie immer in der Videobeschreibung. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir hier diese Runde runtergespielt bekommen. Also, pass auf, mein Setup habe ich noch gar nichts zu gesagt. Adrenalin und Sprintboost, schnell und leise und. Oh, mir fällt gerade auf. Ich habe ja die drei leerbaren Perks von Mac mit dabei. Interessant. Naja, gut. Zusätzlich habe ich noch den eisernen Willen. So, erstmal schnell wegrennen hier. Die Frage ist halt, ich habe halt schnell und leise dabei. Ach Scheiße, das tut mir jetzt aber leid. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof gelaufen. Ach ja, hat mich doch noch gesehen. Was? Okay, ich habe nicht gedacht, dass der Hit noch drauf ist. Guck mal, wie verwirrt der Typ ist. Er jumpt sogar hinterher. Schade. Ich habe echt nicht gedacht, dass der Schlag noch drauf ist. Oh Mann. So, aber oben der Generator war schon relativ gut weit, ne? Jetzt habe ich die erste Jagd direkt verloren. Das ist natürlich Kacke, weil meine Quest, also meine Archivquest sagt halt, ich soll Jagden gewinnen. Vielleicht hätte ich auch einfach noch bei der Dingens bleiben sollen. Okay, bitte nicht. Danke. Vielleicht hätte ich einfach oben bei der Palette bleiben sollen. Wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Was ich interessant finde, wir sind schon jetzt fast 4 Minuten drin und es ist erst ein Generator fertig geworden. Oh, er hat schon mal Nemesis dabei. Session hat gerade gewechselt. Genau, mach lieber erstmal den Generator fertig. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt direkt dann da vorne hinhängt und dann direkt hier wieder herkommt. Das ist natürlich Kacke, deswegen stratze ich mal eben hier weg. Er eskaliert erstmal direkt. Oh, ich bin entkommen gerade. Also scheinbar hat die Jagd noch getriggert. Das wäre schon mal gut, weil ich soll ja auch entkommen. Hat er mich gesehen? Glaube nicht. Oh. Aber den hat er gesehen, offensichtlich. Eiserner Wille, er hört mich immerhin nicht. Also Nemesis. Tana. Oh, fuck. Guckt er da einfach nochmal um die Ecke? Hat das nicht die Jagd getriggert?
Offensichtlich nicht. Okay, die eine Person, die hat sich doch jetzt sterben lassen, oder nicht? Die ist doch jetzt nicht schon einfach so gestorben, oder? Oh Mann. Wieder eine interessante Runde hier. Geh hier vorne hin. Reparier schnell den Generator hier nochmal fertig. Ich meine, wir müssen dann nur noch ein. Weiß jetzt nicht, wie lange er den Typen da jetzt noch. Mogellabor. Ich kenne nur Mogelbaum. Weiß nicht, wie lange er den Typen da jetzt noch liegen lassen will, ehrlich gesagt. So, Sprintbus ist wieder da. Ich sprinte aber mal nicht los. Ich gehe jetzt erstmal da vorne an den Generator. Gucken, wo er den anderen jetzt aufhängen wird. Ach, guck mal, der andere Blutecho ist auch noch dabei. Oh. Andere hat sich hochgeheilt. Ich bleib mal eben hier am Generator. Ich habe ja noch Adrenalin. Vielleicht kann. Ich glaube, er geht gerade im Innenhof lang. Okay, habe ich es doch richtig gehört? Problem ist jetzt halt, dass ich Blut verliere. Oh, nicht mehr. Er ist voll. Doch, ich verliere immer noch Blut, verdammt. Wann verliert man kein Blut mehr, wenn er. Man verliert kein Blut mehr, wenn er die Fähigkeit aktiviert. So rum ist es, ne? Okay, er geht weg. Er hat erstmal gegen den Generator gegengetreten. Scheinbar kein Pop, oder? So weit war ich noch nicht, glaube ich. Mein Sprintboost wäre auf jeden Fall auch bereit. Er bleibt in der näheren Umgebung. Aus der anderen Richtung kann er eigentlich fast gar nicht kommen. Na gut, er könnte auch da hinten hochgehen. Aber da habe ich noch ein bisschen mehr Vorwarnzeit. Deswegen, wir bleiben erstmal ganz geschmeidig am Generator. Die anderen beiden werden ja auch arbeiten, gehen wir mal von aus. Und dann hätten wir noch Adrenalin, wodurch wir dann nochmal hochgeheilt werden und nochmal einen ordentlichen Sprintboost bekommen. Er könnte natürlich immer noch Nöte haben in der Theorie. Tana, Blutecho, Nemesis. Wissen wir noch was? Ich glaube nicht. So, da ist ja die Krähe weggeflogen. Ah, da kommt aber nur ein anderer Mate. Ja, nice. Ja, brauchst auch nicht helfen. Dann renne ich schon mal los mit Sprintboost. Und Adrenalin direkt hinterher gepusht. Ah, guck mal hier. Wir sind eine echte Mag, ey. Und dann gehe ich hier zum Ausgang. Er haut ab. Okay, nice. Obwohl, so richtig abhauen kann man das nicht nennen. Er jagt dem einen Typen draußen jetzt hinterher. Die hören jetzt natürlich gleich beide hier, dass ich hier Alarm, Alarm mache. Oder auch nicht, wenn sie weiter weg sind. Fähigkeit ist weg. So, komm ran hier. Komm ran, ich kann aufmachen. Gehen jetzt mal davon aus, dass er. Ah, das ist der Falsche. Tut mir leid. Hier, komm, 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 lauf. Da wird noch mal geblockt. Und zack. Los geht's. Ich gehe jetzt einfach mal raus. Ablenkungsmanöver gab's noch mal, aber ich glaube nicht, dass ich. Doch, ich bin noch mal entkommen. Wie oft bin ich denn jetzt entkommen? Zweimal mindestens. Dreimal? Das würde reichen, um die Quest noch abzuschließen. Entkomme mit 3 Jagden als Mag. Yes, haben wir geschafft in dieser Runde, Leute. Nice, den gibt's da auch noch mal. GG, Fun Guys. ja, eine lustige Runde gewesen, aber irgendwie jetzt auch nicht so viel Action. Ne? Man sitzt auch hier. Oh, ich habe jede Medaillenfarbe in Anführungsstrichen einmal bekommen: Bronze, Silber, Gold und Schillernd. Ja, ich weiß auch nicht. Also die Verfolgungsjagd am Anfang. Brauchen wir nicht drüber sprechen, war jetzt nicht so souverän. 964k. Aber ich glaube, ich werde trotzdem leveln, weil, ja, ich werde noch ein Blutpunkte-Video machen, weil ich heute Abend ja auch wieder dann wahrscheinlich SWF machen werde oder Killer spielen werde, je nachdem. Wahrscheinlich heute eher SWF.
Wo wir dann ein bisschen Blutpunkte geiern werden. Ah, der hat auch Blutpunkte technisch. Er hatte tatsächlich doch Pop drauf. Hatte er denn... Aber mein Gen wurde nicht so weit zurückgesetzt. Wahrscheinlich, weil das schon abgelaufen war, ne? Kann das sein? Habe ich jetzt irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, auf jeden Fall. Also, auch ein interessantes Setup hier. Bis auf Pop habe ich denn doch alles, alles richtig predicted. Schade um die eine Person hier. Weiß nicht genau, was er da gemacht hat. Aber, ja. Leute, wenn ihr also Bock habt, heute Abend, ne? Twitch... Stream. Schaut gerne vorbei. Gibt auf jeden Fall auch noch ein paar Keys für das aktuelle Chapter zu gewinnen. Und wie gesagt, vielleicht gibt es auch noch was anderes heute Abend zu gewinnen. Lasst euch überraschen. Ich bin auf jeden Fall erstmal raus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, wie gut ich heute die Verfolgungsjagden runtergespielt habe, ey, dreimal entkommen wie ein King, dann lasst gerne ein Like da. Danke an Tossi, Melanie Packard und Granini für die Unterstützung. Und ich sage einfach mal, bis später. Haut rein.